und störe dich nicht bei der Arbeit. Oma wider Willen. Am Freitagabend im Ersten. Montag, 21 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend, herzlich willkommen zu Hart aber fair. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Dankeschön. Ein netter Empfang heute Abend. Vielen Dank dafür. Danke. Ja, es stimmt. Die Scheichs kommen gerne nach Deutschland, wenn die Herzklappe klemmt. Ja, es stimmt auch, wenn Deutsche im Ausland krank werden, dann tun sie alles, um es ja in das heimatliche Krankenhaus zu schaffen. Und dennoch, die deutschen Krankenhäuser sind dabei, ihren Ruf zu ruinieren. Chefärzte werden offenbar immer noch mit Bonuszahlungen zu Operationen im Akkord animiert. Und wo am Personal gespart wird, da leidet die Behandlung, da drohen Hygienemängel. Eine Ärztin hat das in einem Brief an ihren Verwaltungsdirektor so formuliert. Sie betreiben das Geschäft mit der medizinischen Versorgung, als handle es sich um eine Dosenfabrik. Wie oft geht im Kliniksystem mittlerweile Profit vor Patientenwohl? Fließbandarbeit vor Sorgfalt. Und wer leidet, wenn unrentable Häuser am Ende schließen müssen? Hart aber fair mit diesen Gästen. Dr. Paul Brandenburg. Der Notfallarzt hat in diversen deutschen Krankenhäusern erfahren, für Klinikbetreiber zählt in erster Linie der Gewinn. Und die Ärzte sind mit ihrem Kadavergehorsam willige Vollstrecker. Die Folge? Unnötige OPs aus reinem Profitstreben. Michael Philippi, der Vorstandschef der Sana-Kliniken AG, stellt klar, unsere Krankenhäuser zählen weltweit zur Spitze. Da ist es doch völlig gerechtfertigt, mit guter Leistung auch gutes Geld zu verdienen. Das ist sogar im Sinne der Patienten. Dr. Frank-Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer, bekräftigt, für uns steht das Heilen im Mittelpunkt. Doch weil die Länder immer mehr sparen, fehlt es den Kliniken an Geld. Das darf nicht zu Lasten von Ärzten und Patienten gehen. Burkhard Kirchhoff, für den Patientenanwalt steht fest, das Gewinnstreben der Kliniken geht eindeutig zu Lasten der Patienten. So gibt es zum Beispiel oft katastrophale Hygienemängel. Und das einfach nur, weil Zeit und Geld fehlen, um zum Beispiel den OP-Saal sauber zu machen. Cornelia Prüfer-Storks, die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, kündigt an, wir werden verstärkt auf Qualität prüfen. Deshalb frage ich mich, ob jede Klinik wirklich alles kann. Denn oft ist eine Konzentration aufs Wesentliche einfach besser. Und später in der Sendung Sascha Banaschak. Er ging für einen Routineeingriff am Knie ins Krankenhaus. Es folgten 16 Operationen. Heute ist er froh, dass sein Knie nicht ganz steif ist und er überhaupt noch laufen kann. Ja, der Vergleich Krankenhausdosenfabrik, den ich am Anfang zitiert habe, der stammt aus einem längeren Brief einer Krankenhausärztin an ihren Verwaltungsdirektor. Das Zeitmagazin hat ihn vor 3 Jahren veröffentlicht. Wir haben jetzt noch mal mit der Ärztin telefoniert. Sie hat inzwischen einen neuen Verwaltungsdirektor, aber die Zustände sind gleich geblieben. Sehr geehrter Herr Verwaltungsdirektor, etwas läuft fundamental falsch in dieser Klinik. Sie betreiben das Geschäft mit der medizinischen Versorgung von Kranken, Alten und Sterbenden so, als handle es sich um eine Dosenfabrik. Hohe Stückzahlen in kurzer Zeit mit geringstmöglichen Kosten sind das Ziel. Im Krankenhaus heißt das, hohe Fallzahlen, das sind die Menschen. Kurze Liegezeit, geringe Personalkosten. In ihrer merkantilen Denkweise, die als alternativlos dargestellt wird, werden Kranke zu Kunden. Um Kunden muss man werben, sie notfalls den umliegenden Krankenhäusern und besseren Anbietern abwerben. Herr Philippi, der Patient als Kunde, ist das aus der Perspektive des Klinikbetreibers, also aus Ihrer Perspektive, ist das so falsch? Ja, Patienten sind keine Kunden. Das ist ein Vergleich, der hinkt hinten und vorne. Die Patienten sind Patienten und ihre Angehörigen sind genauso wenig Kunden. Und wenn sie den Krankenhausaufenthalt nur nicht vermeiden können, dann sind sie einzeln darauf angewiesen, dass sie medizinisch und pflegerecht gut versorgt werden. Das hat mit Kunden, der ganze Kundenbegriff im Krankenhaus ist vollkommen daneben.
Er ist daneben, aber vielleicht trifft er ja zu, Herr Dr. Brandenburg. Wie nah ist man heute, was ist Ihre Erfahrung als Klinikarzt, der in vielen Kliniken tätig war, wie nah ist man heute als Patient am Status Kunde? Sagen wir so, ich bin ganz überrascht, was ich höre. Das klingt so, als hätte es von mir kommen können. Ich habe in den Krankenhäusern regelhaft das andere erlebt. Da standen die Verwaltungsdirektoren, ihre Kollegen in anderen Ämtern und anderen Marktführern wirklich morgens in unseren Frühbesprechungen, haben angesagt, dass unsere Kunden als solche behandelt werden müssen und dass wir sie entsprechend betrachtend und werben müssen. Und im Übrigen, meine Damen und Herren Ärzte, heute brauchen wir möglichst 3 oder 4 Aufnahmen für Darmspiegelung und Magenspiegelung. Wir müssen das Programm vollbekommen. Deswegen bin ich ganz freudig überrascht, dass ich jetzt so andere Töne höre. Nur noch mal, damit ich es richtig verstanden habe. Sie haben das so im Nebensatz gesagt. In einer Morgenbesprechung steht ein Nichtarzt, ein Manager, der festgestellt hat, dass er noch 3, 4 Plätze für eine Darmspiegelung frei hat. Ja, was heißt das denn, wenn er Ihnen das sagt? Was sollen Sie denn tun? Sich selbst hinlegen? Oder? Diesen letzten Schluss, was das heißt, müssen Sie selbst machen. Denn der Herr oder die Dame ist klug genug, Ihnen nicht zu sagen, Herr Plasberg, Sie müssen jetzt irgendjemanden aufnehmen. Aber der weiß sehr genau, vorauseilender Gehorsam in der Ärzteschaft, der ist da kultiviert vom Studium an. Dafür sorgen auch die Ärztekammern in unserem Weiterbildungssystem. Die Botschaft kommt an und die Kollegen nehmen die Patienten auf und machen die Betten voll, wie es so schön heißt. Und wenn das im Laufe des Tages nicht passiert ist, kriegen Sie einen Anruf in der Notaufnahme. Da heißt es dann, Herr Kollege, Frau Kollegin, da fehlt Ihr Soll noch, da fehlen noch 2, 3 Patienten. Nochmal nachgefragt. Es tut mir leid, es wird nicht besser. Nein, nein, ich staune halt nur. Ja. Ich möchte wissen, wie das funktioniert. Nehmen wir mal an, Sie sagen, ich habe Familie, ich finde es hier toll an diesem Krankenhaus, ich möchte hier bleiben. Wie finden Sie denn jetzt einen Patienten, wo Sie sagen, ach, da ist eine Darmspiegelung, der hat noch keine Fernsehaufnahme von seinem Darm, dann das schadet nichts, machen wir mal. Wie findet man die denn? Die findet man einfach, indem man sie erzeugt. Ein alter Chef von mir hat mal gesagt, ein Patient, der nicht zustimmt, der ist falsch aufgeklärt. Das bedeutet, wenn wir uns in den Raum setzen, alleine, ich ziehe mir einen weißen Kittel an und schaue ihn tief in die Augen und sage, Herr Plasberg, haben Sie nicht gelegentlich dieses Magenkrummeln? Plagt Sie das nicht schon ganz lange? Wissen Sie das? Eben, so. Da wollten Sie da nicht schon immer was gegen tun? Ja, Sie merken, das Ganze wird dann ein Verkaufsgespräch wie bei einem Versicherungsberater. Nichts gegen die, es gibt da bestimmt viele seriöse. Aber der hat ein legitimes Verkaufinteresse, von dem Sie wissen. Beim Arzt meinen Sie als Patient, der will mir nichts verkaufen. Der macht das Ganze tatsächlich seriös. Sie können den Patienten, wenn Sie es richtig anpacken, gut dazu überzeugen, Dinge an sich tun zu lassen, die er eigentlich gar nicht möchte. Am Ende glaubt er selber, er will das. Herr Dr. Montgomery, Sie gucken, ich weiß nicht, wie ich Ihren Blick interpretieren soll. Milde. Milde. Ja, milde. Aber Sie haben ihn ein bisschen angeguckt wie ein Märchenonkel. Naja, die Dinge leben ja oft, gerade in solchen Sendungen, in der Überzeichnung. Und ich glaube, wenn wir mal ganz versuchen, nüchtern und sachlich zu sein, liegt eigentlich in beidem, was beide gesagt haben, etwas Wahres. Ich glaube, Herrn Philippi, dass er gerne seine Kunden, seine Patienten, seine zukünftig zu behandeln, so sieht. Ich weiß, das ist auch in seltenen Fällen nicht ganz so plastisch. Also nicht so, dass man morgens auf den Marktplatz geht und sagt, ich habe heute noch einen Platz für eine Darmspiegelung. Das ist auch nicht so schön. Alles ja, Originalzitate. Ja, aber nicht ganz belegt. Und Sie haben ja sehr viele Kliniken durchlaufen und sehr viele Chefs gehabt und haben ja sehr viel Erfahrung gemacht. Erstaunlich viel für Ihre kurze Lebenszeit. Deswegen sage ich mal... Also jetzt könnte man... Sie können gleich weitermachen. Nur wenn Sie sagen, Sie haben erstaunlich viele Kliniken gemacht, dann klingt das hier so, als wenn er dauernd rausfliegen würde. Und das klingt vielleicht so ein bisschen nach Rache. Sagen Sie mal, warum Sie tatsächlich viele Kliniken durchlaufen haben als freier Arzt und jetzt in der Schweiz arbeiten, nur damit da kein Geschmäckler reinkommt. Genau, das ist der übliche Seitenhieb der Ärztekammern, um den sogenannten Honorararzt eben irgendwie zu diskreditieren. Das sind Ärzte wie ich, die eben sich entschieden haben, dass sie nicht fest an einer Klinik als angestellter Arzt arbeiten, sondern gesagt haben, als Freiberufler, als einer, der keine eigene Praxisräume betreibt, arbeite ich übergangsweise, einfach vertretungsweise oder kurzfristig an verschiedenen Kliniken. Dadurch kommen sie gewaltig rum. Das sind dann Einsatzzeiten von einigen Tagen bis einigen Wochen. Oder stellt man sie nicht mehr ein, weil man weiß, oh, der Brandenburg macht Ärger. Andersrum, wenn ich so bekannt wäre, dann würde man mich nicht engagieren in den Kliniken, wo ich hingehe. Sind als Honorararzt darauf angewiesen, dass sie einen einigermaßen soliden Ruf haben, sonst werden sie nicht engagiert. Okay, Herr Montgomery, ich hatte Sie unterbrochen. So, also ich sage mal, zwischen beiden liegt irgendwo die Wahrheit. Weil es ist in der Tat so, dass wir die Krankenhäuser in ein ökonomisches System gestellt haben, da, wo sie im Wettbewerb sich bewähren sollen. Das führt dann zu Auswüchsen, nicht gerade gleich wie eine Dosenfabrik und nicht gerade, dass man auf dem Marktplatz die Patienten holt. Aber der Verwaltungsdirektor hat heute auch das Problem, dass er am Ende des Jahres seine Bilanz glatt ziehen muss. Wir versuchen von den Kammern dagegen zu halten. Wir haben jetzt gemeinsam mit der Krankenhausgesellschaft ja auch Richtlinien erlassen, dass man das von Ihnen anfangs geschilderte Modell der sogenannten Boni-Zahlungen für Chefärzte in Zukunft nicht mehr machen kann.
Aber so drastisch wie das Herr Pandenburg, Sie haben als Kammer Richtlinie erlassen, um den Vampir zum Vegetarier zu machen. Das ist absolut schizophren. Wir haben, auch über Schizophrenie sollte man als Notarzt immer sehr vorsichtig reden. Das ist eine psychiatrische Diagnose, da sollte man sich doch an sein Fach halten. Also ich sage mal ganz einfach, hier ist ein Problem, ein Dilemma, das die Politik in die Krankenhausfinanzierung reingebracht hat, das wir vernünftig lösen müssen. Und der Weg liegt nicht ganz leider überall da, wie Herr Philippi ihn geschildert hat. Also Ihr großer Kollege Lohmann aus Hamburg hat ja den Begriff des Kunden eingeführt. Und der war immerhin lange Jahre Direktor der Hamburger staatlichen Krankenhäuser. Und es gibt auch Auswüchse, so wie Herr Brandenburg sie geschildert, aber nicht in der Extremität und nicht in Da gucken wir gleich noch mal genau hin. Lassen Sie mich noch kurz vorstellen. Diese Bonusverträge, die Sie angeblich kritisieren oder abschaffen wollen, 10 Jahre nachdem der Protest hochkochte, hat die Kammer gemerkt, oh mein Gott, da gibt es schlechte Bonusverträge. Und jetzt haben Sie in Ihrem Ärzteblatt Listen veröffentlicht mit guten und schlechten Bonusverträgen. Das ist wirklich absurd. Da steht also drin, direkte Stückzahlbeteiligung an OPs ist schlecht, aber andere betriebswirtschaftliche Faktoren, die seien legitim und gut. Herr Brandenburg, das ist völlig sehen Sie mal, das ist so, dass der Gesetzgeber uns erst mit der letzten Gesetzgebungsänderung nach dem Transplantationsskandal überhaupt das Recht gegeben hat, über diese... Nein, nicht darüber zu reden, sondern sie überhaupt zu sehen und zu prüfen. Wir kannten sie vorher gar nicht. Darf ich zwischen und Ihnen beiden ein kurzes Vermittlungsgespräch wagen? Das mit den Fallzahlen und was das bewirkt, ist zu interessant, als dass man das nicht noch mal auf eine Faktenbasis stellt. Wir können gleich noch mal drüber reden. Lassen Sie uns noch mal einmal zu dem Begriff Kunden kommen. Herr Montgomery hat die Politik angesprochen, hat gesagt, die hat uns in ein Finanzkonzept Korsett gesteckt, das solche Auswüchse halt gebiert. Frau Prüfer-Stork, Sie sind nicht nur Gesundheitssenatorin, also Ministerin in Hamburg, sondern die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder. Und die sind zuständig für die Krankenhäuser und für die Kohle. Es gibt gute und schlechte Kunden. Es gibt Kunden, die Geld bringen. Es gibt Kunden, die Geld kosten. Wie sinnvoll oder wie gefährlich finden Sie den Begriff Kunden? Ich finde, der hat im Krankenhaus nichts zu suchen. Patienten sind keine Kunden, sondern sie sind Menschen, die eine Behandlung brauchen und die selber medizinische Laien sind. Und deshalb ist das der Kundenbegriff, die Kundenorientierung hat im Krankenhaus nichts zu tun, außer dass man sagt, sie sind gut zu behandeln, so wie man auch Kunden gut behandeln würde. Aber wenn Sie den Brief der Ärztin noch mal im Ohr haben, dann möchte ich auch Herrn Kirchhoff, den Patientenanwalt, mit in die Runde nehmen. Die hat den Vergleich mit der Dosenfabrik gewählt. Sie hat von Kunden gesprochen und hat damit den Verwaltungsdirektor eigentlich angesprochen. Wenn man bei dem Dosenvergleich mal bleibt, hohe Stückzahlen in kurzer Zeit mit geringstmöglichen Kosten. Ist das nicht exakt das, was man heute auch an Patienten, an Anforderungen stellt, um eine Klinik wirtschaftlich zu betreiben? Hohe Stückzahlen in kurzer Zeit mit geringstmöglichen Kosten. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass die Ministerin sich hier hinsetzt und den schwarzen Peter weitergeben will. Fakt ist doch, dass wir etwa 50% der Kliniken in Deutschland haben, die am Rande der Überschuldung sind, beziehungsweise die rote Zahlen schreiben. Die Hälfte der Kliniken hat große wirtschaftliche Probleme. Das ist eine Tatsache. Und damit sind wir schon bei dem Widerspruch an sich. Medizin ist Daseinsvorsorge, das ist Sorge für den Patienten. Und die kann schwerlich stattfinden, wenn 50% der Kliniken Probleme haben, ihre Bilanz zum Jahresende glatt zu bekommen. Deshalb ist der Patient in Deutschland selbstverständlich nicht mehr an erster Stelle Patient, sondern die Patienten in ihrer Gesamtheit sind ein Wirtschaftsfaktor, den man möglichst melken möchte. Und das führt dann auch dazu, dass wir natürlich sehr auffällige Fallentwicklungen haben. Wir haben die fünffache Anzahl an Bandscheibenoperationen wie andere Länder, wie zum Beispiel Frankreich. Lassen Sie und das belegt eigentlich schon den Umstand. Das möchte ich gerne mal kurz zeigen. Das ist nämlich genau der Punkt, wo Sie die Fallzahlen in Verbindung sehen mit diesen Boni-Verträgen. Entschuldigung, wenn ich da unterbrochen habe, aber genau das ist da, wo das eine Rädchen in das andere greift. Dieses Fälle machen, das funktioniert in Deutschland wirklich sehr gut. Sie haben es angesprochen, so gut, dass wir da wirklich Weltmeister sind. Weltmeister werden wir uns gefallen lassen im Zusammenhang mit Fußball, aber nicht mit Knieoperationen. Deutschland ist ein Land der Aufschneider. Denn im Operieren sind unsere Ärzte absolut spitze. Besonders gerne setzen sie neue Kniegelenke ein. Allein im Jahr 2011 fast 170.000.
weltweit ein Spitzenwert. Um die Anzahl der OPs im eigenen Haus weiter zu steigern, üben vielerorts Kliniken Druck auf ihre Chefärzte aus. Das geht unter anderem über sogenannte Zielvereinbarungen. Das zeigt ein Vertragsentwurf aus dem Jahr 2013, der dem WDR zugespielt wurde. Mit solchen Zielvereinbarungen sollen Ärzte zu außergewöhnlichen Leistungen angehalten werden. Dabei werden bestimmte Patientenzahlen an einen Bonus geknüpft. So wird hier für das Anwerben von über 190 Patienten mit einer bestimmten Krebsart ein Bonus von 34.000 Euro versprochen. Auch solche Vereinbarungen führen dazu, dass die Zahl der Operationen insgesamt immer weiter steigt. So gab es im Jahr 2012 in deutschen Krankenhäusern fast 16 Millionen Operationen. Macht 43.000 Operationen jeden Tag. Damit sind die Ärzte in Deutschland Weltmeister. Frau Prüfer-Staux, haben wir Anlass, stolz zu sein auf diesen Weltmeistertitel? Nein, auf den bestimmt nicht. Und deshalb glaube ich, dass wir auch dringend etwas verändern müssen in unserer Kliniklandschaft. Wir müssen dafür sorgen, dass Behandlungen viel stärker konzentriert werden in Zentren, dass also zum Beispiel solche Knieoperationen oder auch Hüftoperationen oder auch Krebsbehandlungen nur in den Kliniken gemacht werden, die wirklich viel Erfahrung haben, die gute Ergebnisse haben, sehr gute Ergebnisse. Und die dann auch nicht darauf angewiesen sind, in die Menge zu gehen, weil sie ohnehin genug Patientinnen und Patienten haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass andere Kliniken diese Behandlungen lassen. Und dann haben wir auch weniger Konkurrenz um die Patienten und bessere Behandlungsergebnisse. Das ist eine totale Möglichkeit. Also den entscheidenden Punkt haben Sie weggelassen. Sie müssen das Vergütungssystem endlich reformieren. Wer viel operiert als Klinik, der macht viel Umsatz. Das ist der Fehler im System. Genau. Und das führt dazu, dass bei der Indikation nicht mehr so genau hingeschaut wird und der Operationssaal voll sein muss. Auf die Knochen der Patienten geht das auf. Wir erleben genau das. Wir erleben nämlich genau das, was Sie sagen. Wir erleben, dass es in Deutschland in den letzten 10 Jahren wäre es vielleicht möglich, auch noch ein bisschen Sachlichkeit in die Debatte reinzubringen. Aber die werden sehr einfach sagen. Die Bettenzahl bleibt seit 10 Jahren gleich, aber die Kliniken werden weniger. Diese Konzentration findet statt, jeden Tag in Deutschland. Da führt auch das DRG, dieses Freipauschalensystem, genau dazu. Diesen Effekt haben wir, der ist eingetreten. Darf ich das nochmal sortieren? Was Sie sagen ist, dass es eine Konzentration gibt. Wir haben weniger Betten, aber mehr Fälle. Eben das nicht. Heißt, die Bettenzahl bleibt gleich, die Anzahl der Kliniken nimmt aber konsequent ab. Wenn Sie sich die ganz offiziellen Zahlen der Deutschen Krankenhausgesellschaft angucken, gestern Abend, Sie bleiben die sind nicht plus minus null über die letzten 10 Jahre, das schwankt im einstelligen Prozentbereich. Die Anzahl der Kliniken ersetzt manchmal nicht Inhalt. So, Herr Montgomery. Also wir haben in den letzten 20 Jahren etwa 25% der Betten abgebaut, wir haben 15% der Krankenhäuser geschlossen, wir haben in derselben Zeit die Verweildauer um etwa 40% gekürzt und wir haben etwa 15% mehr Fälle. Wir haben also eine gewaltige Verdichtung von ökonomischen Leistungszahlen. Die sind ein Problem. Das bedeutet, dass Sie Ärzte mehr operieren, dass Pfleger mehr Patienten haben. In kürzerer Zeit. In kürzerer Zeit. Also es herrscht eine gewaltige Arbeitsverdichtung. Und wir wissen inzwischen, dass diese Arbeitsverdichtung zu einem Problem wird. Es gibt eine Studie der Universität Köln, die gerade unlängst veröffentlicht ist, dass ab einem Belegungsgrad von 92% die Komplikationshäufigkeit im Krankenhaus wieder steigt. Wir merken also, wir kommen jetzt auch bei der Konzentration und Verdichtung von Arbeit an eine Grenze. Ist eine Hammerzahl, 92,5%. Das heißt, der Verwaltungsdirektor jubelt und sagt, Vollauslastung kommen wir nahe. Als Patient muss ich mir dann Sorgen machen. Wir hatten früher einen normativen Belegungsgrad von 85%. Das muss man kurz erklären. Das sind hier die Wochenenden raus. Und da sind vor allem die Vorhalte für Katastrophen und ähnliche Einsätze weg. Wir sind in manchen Kliniken deutschlandweit inzwischen bei 75%. Aber einige haben eben auch 90% und 100%. Und die sind in der Tat ein Problem. Aber springen Sie doch nicht über die Chefärzte und die Verträge hinweg. Da will ich jetzt gerade zurückkommen, weil ich hatte Sorge, dass wir das jetzt vergessen. Erstens, dieser Vertrag, den Sie da geschildert haben, ist einer, den wir im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht haben, weil der absolut verboten ist nach heutiger Sicht. Der ist aber in einem alten Arbeitsvertrag und da muss man dann auch mal an die rechtlichen Grenzen kommen. Wir haben weder als Kammer noch als Krankenhausgesellschaft die Möglichkeit, in einen individuellen Arbeitsvertrag einzugreifen. Wir haben uns das gewünscht. Das ist falsch. Aber der Gesetzgeber hat uns das Recht nicht gegeben. Das ist das eine Punkt, das ist leider richtig. Und das Zweite, Herr Brandenburg ist auch über die Krankenhausfinanzierung nicht ganz richtig informiert. Denn wenn Kliniken wiederum zu viel machen,
dann führt das wiederum zu degressiven, zu Abstaffelungen. Bevor Sie jetzt die nächste Zahl stoppen, Herr Montgomery. Dann kriegen Sie am Ende wieder weniger Geld für das, Sie was Sie mehr Sie sind doch an Sachlichkeit also interessiert. Dann lassen Sie uns doch bitte die Themen der Reihe nach abhaken. Sie sagen, diese Verträge, Chefärzte bekommen Boni, wenn Sie, wie hier, 190 spezielle Krebsfälle heranschaffen. Sie kriegen, wenn Sie viele Hüften operieren, Verträge. Da sagen Sie, das soll nicht mehr sein, das wird nicht mehr so sein. Wie ist das eigentlich bei Ihnen, bei den Sana-Kliniken? Wenn Sie kennen die Chefarztverträge. Haben Sie diese Verträge mittlerweile umgeschrieben? Ein Satz vorab. Ich weiß nicht, warum wir so kritisch sehen, dass ein Arzt oder ein Ärzteteam, ein Krankenhaus, das mehr Patienten hat, zufriedener Patienten, denn sonst würden die nicht noch mal kommen. Die würden auch darüber reden, dass das nicht auch eine ökonomische Komponente hat. Das kann ich Ihnen erklären. Wenn Sie einen Herr Brandenburg, wenn Sie einem Apotheker, wenn Sie da immer hingehen, ja, und Sie lassen sich nur beraten, kaufen kein einziges Medikament. Dieser Apotheker wird nach 4 Wochen kein Apotheker mehr sein. Also ich glaube, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Das eine ist die Exzesse, völlig d'accord. Ja, wir haben alle unsere Kliniken genauso mit den Verträgen angeguckt. Aber man darf eines nicht sagen. Herr Philippi, mehr zufriedene Patienten in einer Klinik, das kann man, finde ich, auch ökonomisch bewerten. Wie bemessen Sie denn die Zufriedenheit in Ihren Verträgen? Das würde mich mal interessieren. Wie bemessen Sie denn, wenn Sie, es ist doch, das noch mal zu Herrn Montgomery, ganz kurz. Wie wäre es nur ganz schnelle Antwort, indem wir die Patienten fragen? Ist das eine Antwort? Und wenn der Patient und sagt, die niedergelassenen Ärzte fragen, wenn der Patient ist das sagt, auch ein Ihr Chefarzt ist gut, dann zahlen Sie dem mehr. Das glaube ich Ihnen nicht, Herr Philippi. Das nehme ich nicht. Ich will noch mal ganz kurz was ich bis heute von Ihnen noch nie gehört habe, ist wirklich mal ein ganz klares, kritisches Wort zu der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Vergütung eines Chefarztes oder generell eines Operateurs und der Anzahl, der nackten Anzahl der Operationen. Da hätte ich von einer Ärztekammer erwartet, die sich ja einsetzen muss für das gute Verhältnis zwischen Patient und Arzt, dass sie eine klare Ansage machen, weil wenn Operateure Sie das nicht gehört haben, liegt vielleicht daran, Sie haben es auch hier nicht klar dass gesagt. Sie weder den Deutschen Ärztetag kennen, noch seine Beschlüsse, dass Sie vor allem auch die ganzen Gremienbeschlüsse nicht und dass Sie nicht die Anhörungen, die wir zum Beispiel im Deutschen Bundestag und im Gesundheitsausschuss Sie relativieren, indem Sie sagen, gute Leistung muss gut bezahlt werden. Wenn ein Arzt nach der Anzahl der Operationen bezahlt wird und diese Verträge, diese Verträge gibt es heute auch noch bei Chefärzten. Dann ist das muss man mal ganz deutlich formulieren, zutiefst unärztlich, wenn das geschieht. So, und jetzt keine Antwort. So, da haben Sie uneingeschränkt recht und diese Aussage haben Sie von uns auch immer gehört. Das Problem ist nur, weil Sie vielleicht auf bestimmten einfach die Ohren vielleicht ein wenig verschlossen haben. Herr Brandenburg, bevor Zuschauer Mitleid mit Montgomery haben, Die Gefahr besteht nicht. Herr Montgomery, bevor Sie sich aber zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben das schon immer klar gesagt, dann gucken wir doch mal nach. Nein, ich habe noch was vergessen. Ich hatte Ihnen die Frage gestellt, ob Sie diesen Boni-Regelungen aus Ihren Chefarztverträgen mittlerweile raus haben. Man kann in der Form, wie das die Ärztekammer mit der DKG vereinbart haben. Mit wem? Der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Entschuldigung, vereinbart haben. So machen wir das auch. Klassisches Ablenkungsmanöver. Da kann ich Ihnen gerne gleich ein Beispiel geben. Lassen Sie mich doch einfach meinen Job. Es ist ein Zerrbild, was dargestellt wird. Herr Philippi, Sie haben die Frage nicht beantwortet. Haben Sie das aus den Verträgen raus oder nicht? Ja. Gut, dann möchte ich Ihnen einfach vorspielen, auch Ihnen, Herr Montgomery, was alle jemand sagt. Alle unsere Krankenhäuser haben klare Antwort dazu bekommen. Der es wissen muss, weil er nämlich der Präsident des Verbandes der leitenden Krankenhausärzte ist. Und der sagt zu dieser Vertragssituation Folgendes. Es hat sich gezeigt, dass eine Reihe von Klinikträgern die Empfehlungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Bundesärztekammer munter ignorieren und nach wie vor in Chefarztverträgen auf Einzelleistungssteigerung abzielen. Da hat sich so gut wie nichts verändert. Er muss es wissen, weil er ist der Vertreter der leitenden Krankenhausärzte. Und er sitzt in den Kommissionen mit drin. Ich bin hoch erstaunt, weil er sitzt in den Kommissionen mit drin, die das bearbeiten. Und da argumentiert er anders. Und deswegen wundere ich mich, dass er jetzt hier einfach sagt, seine Kollegen Chefärzte, die er vertritt,
handeln nach wie vor gegen das Gesetz. Sie wundern sich, dass der Arzt mit ihm die Wahrheit sagt. Das kann ich verstehen, dass ich da wundern. Aber Herr Filippi, was Sie gerade sagten, ich kann Ihnen erzählen, wie es bei anderen Marktführern Ihres Gewerbes ist. Sie sind wahrscheinlich sicherlich der einzig weiße Ritter unter dieser Herde von schwarzen Schafen. Aber ich kann Ihnen auch an diesem Beispiel erklären, warum jede Form von Inhaftungnahme von Ärzten für die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse eines Krankenhauses absolut amoralisch ist. Denn es ist immer das Gleiche eben in verschiedenen Varianten über die Bande gespielt. Beispiel aus der Notaufnahme. Kenne ich einen Chefarzt, der hat als Zielvereinbarung, und das ist übrigens ihren Richtlinien nach völlig zulässig, die Senkung der Wartezeit für die wartenden Patienten. Also prima. Das klingt super, ne? Ja. Toll, genau. Sieht nach außen so aus. Warum? Der hat allerdings keinen Einfluss auf die Anzahl der Mitarbeiter, die er in seiner Abteilung hat. Der hat keinen Einfluss darauf, was er pro Patient leisten darf. Der kann schlichtweg die Kontaktzeit pro Patient verkürzen. Und da gab es die Order, meine Damen und Herren Ärzte, Sie haben statt 5 jetzt 3 Minuten. Also mehr Patienten durchschleusen. Ja, aber das Realität, so funktioniert doch keine Krankenhauszeit. Sie stellen die Patienten so dar, als ob sie die freie Wahl hätten. Ich kenne wenig Patienten, die mit akuten Problemen freiwillig ins Krankenhaus kommen. Die müssen kommen, Herr Montgomery. Und es ist leider nicht überall so, wie in Hamburg oder Berlin, dass sie, wenn sie aus der Tür fallen, im Krankenhaus stehen. Es gibt Regionen, da kann der Patient nicht so frei wählen. Und das ist in der Fläche auch das, womit diese Privatklinik. Es gibt erstaunlicherweise auch noch sehr viele sehr zufriedene Patienten. Gut, dass Sie das mal und gesagt das haben. Ist, finde ich mal, ja, das muss man auch mal gesagt haben. Und das ist das, was wir ja plastisch erleben. Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was sinnvollerweise in solchen Verträgen stehen sollte. Frau Püfer-Storcks, ich möchte gerne, damit noch mal der Zusammenhang klar ist. Sie sollen ewig gesund bleiben, klar. Aber nehmen wir mal an, Sie haben Probleme mit dem Rücken und Sie haben einen Arzt, der Ihnen sagt, das operieren wir mal schnell. Dann können Sie nicht Medizin studieren. Wo können Sie denn nachschauen, ob dieser Arzt nicht in seinem Vertrag, weil Sie haben vielleicht Chefarztbehandlung, in seinem Vertrag drin stehen hat, bei so und so viel Bandscheibenoperationen die und die Vergütung. Wo kriegen Sie das denn überhaupt raus? Jetzt nicht als Gesundheitssenatorin, sondern als normale Arbeitnehmerin. Wo erfahre ich das denn? Also erstmal würde ich ja wahrscheinlich von einem niedergelassenen Arzt diese Diagnose und Therapieempfehlung bekommen. Da würde ich schon mal, bevor ich mich operieren lasse, lieber eine Zweit- und zur Not auch eine Dritte. Haben Sie alles gemacht, aber wo kriege ich das jetzt raus? Die Frage haben Sie verstanden, ob mein Chefarzt einen Vertrag hat. Dann orientiere ich mich im Internet und suche mir eine Klinik, die viel Erfahrung hat, die das oft macht und die gute Ergebnisse hat. Niedrige Komplikationsraten. Mhm. Ich weiß dann wahrscheinlich noch nicht, was der Chefarzt für einen Vertrag hat. Aber ich weiß etwas mehr über die Qualität der Klinik. Mhm. Wäre es nicht sinnvoll zu wissen, ob der Chefarzt den Vertrag hat, Herr Montgomery? Ja, aber das können Sie auch. In den Qualitätsberichten der Krankenhäuser müssen heute all die Kliniken, die sich nicht an die Vereinbarung halten, also die hier Herr Weiser eben dargestellt hat, die nach wie vor diese Verträge aus alten Zeiten haben, müssen das in den Qualitätsberichten angeben, dass hier zum Beispiel in der Abteilung für, ich greife jetzt was, Orthopädie, der Bonusvertrag besteht, damit die Patienten das wissen. Das ist ein sehr stumpfes Instrument, weil ich bezweifle, dass jemand vorher in einen Qualitätsbericht guckt. Deswegen soll jetzt auch das Qualitätsinstitut... Drin, das ist gesetzliche Vorschrift. Es ist gesetzliche Vorschrift. Nur wissen Sie, welche Qualitätsberichte jetzt nachlesbar sind, die vom Jahre 2012 ungefähr? Ja, das ist aber das Dilemma, wenn Sie auch eine wissenschaftlich saubere und komplexe... Ja, aber auch wenn der 2012 so einen Vertrag gehabt hat, war es Sie können doch was machen dagegen, Herr Montgomery. Sie sind doch der Vertreter der Bundesärztekammer hier. Sie haben doch eine Aufsichtsfunktion. Aber Herr Kirchhoff... So wie Anwälte, bei Anwälten, dass die Anwaltskammer macht, gibt es bei Ihnen die Ärztekammer. Aber Herr Kirchhoff, ich dachte, Sie seien Jurist. Dann müssen wir doch wissen, dass die Bundesärztekammer keine Aufsichtsfunktion hat. Die Bundesärztekammer ist ein Zusammenschluss der Landesärzte. Wir haben keine Aufsichtsfunktion. Da muss ich nur leider sagen, Sie können aber die Rahmenregelungen treffen und können dagegen vorgehen, wenn Ärzte Bonusverträge an Zahlen koppeln. Und diese Möglichkeit haben Sie bis heute noch nicht. Sie doch mal ins Gesetzbuch. So großzügig und milde Sie hier zum Beispiel immer dozieren und belehren, das können Sie doch mal mit Ihren Funktionärskollegen machen und dort auf Sie einwirken. Ich habe von Ihnen in Ihren Publikationen nie irgendetwas wirklich fundamental Kritisches gelesen. Ich schaue mir sogar, Herr Montgomery, ich bin da großer Fan und ich bekenne, ich schaue mir Ihre Interviews an vom Deutschen Ärztetag, jetzt gerade geschehen. Und ich war baff erstaunt, wie viel Sie über die Gebührenordnung für Ärzte gesagt haben, wie sehr Sie sich freuen, dass die endlich erhöht wird und wie wenig Sie zu diesem ganzen Rest gesagt haben. Ihr Schweigen, Herr Montgomery, das ist das Erstaunliche. Und das ist das, was man Ihnen vorwerfen muss, denn Sie schweigen dazu systematisch. Also, Herr Brandenburg, also jetzt wird man schon von seinem Verschweigen hier angezeigt. Also, ich kann es Herrn Brandenburg nicht recht machen, wenn ich was sage. Ja, Sie, und ich,
ich kann es auch nicht recht machen, wenn ich schweige. Ich helfe Ihnen einfach mal. Aber, sagen Sie noch mal ein deutliches Wort, wie Sie sich das wünschen, was diese Bonusverträge angeht. Egal, nein, was es darf keine Bonusverträge geben. Es gibt Tarifverträge für Ärzte, die haben ich ja sogar mal in meiner alten Anamnese beim Marburger Bund, meiner alten Geschichte beim Marburger Bund ausgehandelt. Es muss klare, saubere Tarifverträge geben und da haben derartige Boni-Regelungen überhaupt keinen Raum. Tarifverträge es gibt alte Verträge, in denen die leider immer noch drin sind. Und bei uns ist das Recht des individuellen Arbeitsvertrages sehr hoch. Und deswegen habe ich, das weiß Herr Kirchhoff vielleicht, will es nur nicht sagen, weil er ja Jurist ist, habe ich weder eine Aufsichtsfunktion, noch kann ich das ändern. Aber Sie haben eine Meinung und die haben Sie hier Meinung, deutlich gesagt. Meinung, die ist ganz klar. Bei der Meinung bin ich sogar dabei. Darf ich das mal abschließen? Sie das? Ja, mir trotzdem ist es gerade auch ein bisschen laut auf dem Ohr. Ich denke gerade auch mal meine und unsere Zuschauer hier. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass hinter Fallzahlen auch was Positives stecken kann, nämlich dass jemand große Erfahrungen hat mit Rücken, mit Knien. Da reden wir gleich noch mal drüber, wie sinnvoll das ist, sich einfach mal anzugucken, wo die große Erfahrung herrscht und wo man irgendwas mitmacht. Wir müssen aber auch noch mal daran denken, dass hinter jeder Fallzahl ein Mensch steht, ein Schicksal steht. Jemand, der in ein Krankenhaus geht, um Heilung zu erfahren durch eine Operation oder durch eine Behandlung. Und der dann erfährt, ja, wie schnell man Ja sagt, wenn einem ein Arzt, der Brandenburg hat das angedeutet, mit der Autorität, die er nun mal hat, sagt, das machen wir mal, das ist keine große Sache. Da schauen wir mal, was da passieren kann. Das ist Sascha Banaschak, 31 Jahre aus Berlin. Der zweifache Vater arbeitet als selbstständiger Bauunternehmer. Im Dezember 2011 hatte er einen Meniskusriss. Krankenhausärzte schnitten ihm das Knie auf, machten eine Kniespiegelung. 4 Tage später, an Heiligabend, wird er wegen massiver Schmerzen wieder ins Krankenhaus eingeliefert. Der Grund? Er hatte eine schwere Infektion im Knie, ausgelöst durch MRSA, bekannt als Krankenhauskeim. Herr Banaschak. Hallo. Hallo. Wie viele Operationen am Knie hatten Sie bis heute? Effektiv bis dato 16. 16 Operationen an diesem Knie. Was können Sie mit dem Knie noch machen? Wie gut funktioniert es wieder? Ich habe ungefähr 10 Grad Bewegung drin, die Ärzte nennt es wackelsteif. Wackelsteif? Ja. Können Sie es mal zeigen, was 10 Grad bedeutet? Das. Das ist alles? Ja. Das, mehr ist nicht. Das ist aber kein künstliches Knie, sondern das ist Ihr Knie und das geht nicht mehr? Nein. Hm. Haben Sie Hoffnung, dass da noch ein Grad dazukommt und noch ein Grad und noch ein Grad? Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Ich hoffe, ich bin zurzeit dabei, auf konventionelle Art und Weise was auszuprobieren mit einem Physiotherapeuten. Aber aus ärztlicher Hinsicht wurde mir nach 5-facher Meinungseinholung gesagt, dass sich kein Orthopäde daran traut. Nochmal was sollen. Sie sagen mir immer, so tragisch wie es ist, ich soll es so lassen, wie es ist. Und alles andere wäre zu risikoreich. Wenn Sie noch mal an den Ursprung zurückgehen, Sie hatten einen Meniskusschaden, kam aus der Hocke nicht mehr hoch. Hatten Sie eine Ahnung, welche Nebenwirkungen diese Operation oder dieses Nachschauen im Knie haben konnte? Nein. Haben Sie das Wort Krankenhauskeim schon mal gehört in der Aufklärung? Dato MRSA war mir unbekannt. Zunächst verlief die Operation ja auch so wie üblich. Es war kurz vor Weihnachten. Zwei Tage danach kamen die ersten Schmerzen. Wie war dieser Schmerz? Können Sie den beschreiben? Explosion im Knie. Es hat sich wie eine Explosion angeführt. War nicht auszuhalten. Und dann haben Sie doch hoffentlich angerufen im Krankenhaus. Meine Frau hat dann den Rettungswagen gerufen, Notarzt. Die kamen dann und haben mir dann Medikamente gegeben, dass ich die Schmerzen einigermaßen aushalte. Und dann bin ich direkt ins Krankenhaus zur Notaufnahme. Wann war denn klar, dass tatsächlich in Ihrem Knie, Sie nennen das explosionsartig, ein Keim wütete? 3 Tage nach Aufnahme in einer Notaufnahme. Warum sind Sie eigentlich so sicher, dass das ein Keim ist, den Sie sich im Krankenhaus eingefangen haben? Weil viele Dokumente darlegen, dass ich weder Träger war, noch dass der Keim bei mir vorhanden war. Von daher konnte er mir nur im Krankenhaus irgendwie ins Knie gebracht worden sein. Ihr Anwalt ist hier und können wir gleich noch darüber sprechen. Das Krankenhaus hat auch was dazu gesagt. 16 Knie-OPs über die Zeit. Sie waren auch mal 3 Monate stationär im Krankenhaus. Da hatten Sie ja viel Zeit, das System Krankenhaus, zum Beispiel was die Hygiene angeht, zu beobachten. Wie Pfleger, wie Ärzte mit Hygienestandards umgehen. Gerade bei Ihnen, wo das passiert war, welchen Eindruck hatten Sie dort? Wie genau wurden diese Standards eingehalten? Ausnahmen bestätigen die Regel. Was heißt das? 2 von 10.
halten sich an das, was Vorschrift ist. Nämlich? Also zum Beispiel, was zu tun, wenn... Die Hygienevorschriften, wie man an septische Patienten herantritt. Ihre Lebensgefährtin, die sich die ganze Zeit um Sie gekümmert hat, die hat Ärzte auch mal darauf angesprochen und Pflegepersonal. Wenn Sie es nicht gemacht haben, mit welcher Reaktion? Sie wurde aufs Übelste zurückgewiesen. Sie hatte sich während der ganzen Zeit auch darüber informiert, welche Medikamente mir verabreicht wurden, hatte sich dementsprechend belesen. Mhm. Und als sie dann Ärzte mit dem konfrontierte, wurde sie zurückgewiesen und auf Warteschleife gestellt. Mhm. Hatten Sie den Eindruck, dass entweder haben Sie es tatsächlich gehört oder Sie haben es vielleicht so empfunden, dass den Ärzten es leid tat, was Ihnen in Ihrem Knie passiert ist, dass Sie eine gewisse Mitschuld spürten? Wenn ich das so sagen darf, die Arztärztin, bei der ich die Arthroskopie hatte, hat sich ungefähr nach anderthalb Monaten nach stationärer Aufnahme bei mir das erste Mal sehen lassen. Anderthalb Monate? Ja. Und was hat sie gesagt? Konnte mir nicht in die Augen gucken. Wir haben eben in dem Film Bilder gesehen, Sie arbeiten auf dem Bau, haben auf dem Bau gearbeitet, waren immer ein sportlicher Typ. Hier sehen wir Bilder von Ihnen beim Wasserskifahren. Was können Sie, wir haben es ja eben gesehen, was kann man mit diesem Knie überhaupt noch machen? Wie üben Sie Ihren Beruf aus? So aktiv, wie man es auf den Bildern gesehen hat, nicht mehr. Eher passiv. Büroarbeit, Anlieferung von Material, viel Autofahren, viel Büro. Sie haben zwei kleine Töchter, wenn ich richtig informiert bin, sind die 4 und 8 Jahre alt. Wie erklären Sie ihnen, dass das mit dem Ballspielen, mit dem Rollerfahren, mit dem Papa nicht mehr so gut geht? Bei der Kleinen ist es in Anführungszeichen der Vorteil, sie war zu jung damals, um das richtig mitzukriegen, und für sie ist das normal. Für die Große ist es schwer. Wie erklären Sie das? Papa kann nicht mehr. Sie führen einen Prozess gegen das Krankenhaus. Was ist Ihr Ziel? Dass die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen werden. Werden Sie finanziell irgendwie unterstützt, jetzt schon? Ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass Sie dem Prozess durchstehen und dass man Ihnen bald Grad für Grad auch noch gratulieren kann, dass das Knie vielleicht Sie ein bisschen besser bewegt. Sie haben, glaube ich, eine neue Therapie angefangen. Hm. Dann soll das hoffentlich klappen. Dankeschön. Alles Gute, Herr Warnatsch. Machen Sie es gut. Herr Kirchhoff, Sie vertreten Herrn Banaschak als Antwort. Welche Chance hat er eigentlich, einen solchen Prozess zu gewinnen? Oder muss es schon Erfolg sein, wenn es einen außergerichtlichen Vergleich gibt und eine Entschädigung gezahlt wird? Also zunächst muss man mal sagen, dass in Anbetracht von inzwischen 1,2 Millionen Krankenhausinfektionen in Deutschland im Jahr, die Zahl muss man wirklich mal nennen, durchaus die Bereitschaft einiger Kliniken vorhanden ist, wenn sie das Thema oder den Vorwurf, eine MRSA-Infektion verursacht zu haben, einen Vergleich zu machen, verstärkt vorhanden ist. Also die Kliniken wollen mit dem Thema MRSA-Infektion und öffentliches Verfahren nicht in Kontakt kommen. Generell ist es so, dass wir immer zwei Aspekte prüfen. Zum einen die Frage der Verantwortlichkeit für die Infektion als solche. Das heißt die Frage, wie kommt der Keim ins Knie? Dazu muss man mal ganz klar sagen, wir werden vielleicht gleich von den Ärzten in der Runde hören, dass die Auffassung vertreten wird, Infektionen seien stets schicksalhaft. Darf ich das sagen, was die Klinik, mit der haben wir nämlich heute noch mal, wir nennen den Namen bewusst. Ja, ich kann mir nicht denken, die sagen eigentlich immer dasselbe, die Kliniken. Also, darf ich es vorlesen? Bitte sehr. Wir haben nach journalistischen Standards die Klinik gefragt und haben auch eine Antwort bekommen am späteren Nachmittag. Es konnte nicht festgestellt werden, woher der Keim kam. Die Klinik hat nach der Infektion den Patienten untersucht, das behandelnde Personal und die Geräte. Bei allen wurde keine Besiedlung mit MRSA-Keimen festgestellt. Die Klinik muss deshalb annehmen, dass es keinen tatsächlichen Hygienefehler gab und die Infektion nur mit dem Risiko jeder Operation zu erklären ist, das auch bei Einhaltung aller Hygienestandards nicht vermieden werden kann. Das ist die klassische Argumentation, die uns immer wieder entgegengehalten wird. Dazu muss man mal ganz klar sagen, eine Kniearthroskopie ist ein Eingriff, der unter absolut sterilen Kautelen durchzuführen ist. Punkt, Ende, aus. Infektionsquote bei Kniearthroskopie mit MRSA muss null sein. Und wenn ein MRSA, ein multiresistenter Staphylokokkenstamm, bei einer Arthroskopie in das Knie gelangt, dann ist das immer und ausnahmslos die Folge von Hygienefehlern. Die Frage, die sich im Prozess zunächst mal stellt, ist... Das sagen Sie so als Jurist, kann es nicht auch sein, dass Herr Banaschak den Keim mitgebracht hat. Im Knie schwierig, aber...
soll der Keim in die Tiefe des Kniegelenkes kommen. Ich bin kein Arzt. Montgomery sagt auch, geht nicht. Wenn kann, das ist ja nett, Herr Montgomery, dass Sie ihm dabei fischen. Ja, genau. Der kann auch nett sein. Ich sag's doch gleich nochmal, was. Also der MRSA kann natürlich über die Blutbahn verschleppt werden, aber wenn der Patient den MRSA in der Blutbahn hat, dann geht es ihm sehr schlecht, dann hat er hohes Fieber und ist septisch. Also der MRSA hat nach der Arthroskopie nichts im Knie verloren. Der erste Aspekt ist die Frage der Verantwortlichkeit für die Infektion als solche. Wenn die Klinik sagt, wir haben nicht herausfinden können, wie der Keim ins Knie gekommen ist, dann stellt sich die Frage, was ist denn alles versucht worden? Hat man denn wirklich das Personal gescreent? Hat man wirklich Abklatschtests von der Umgebung genommen und hat dann vor allen Dingen auch die Gensequenz? Jedes Bakterium hat einen Fingerabdruck. Das heißt, wenn eine Klinik genau danach sucht, kann sie sehr wohl feststellen, ob der MRSA-Stamm aus der Klinik, aus dem beherrschbaren Risikobereich der Hygiene stammt. Aber das Problem in Deutschland meistens suchen die Kliniken nicht, sondern sie möchten es lieber verschweigen. Was bedeutet das denn für Herrn Banatschak, für die Aussichten, Gerechtigkeit zu empfinden? Die Frage, ob die Klinik für die Infektion als solche haftet, wird davon abhängen, wie die Hygienestruktur der Klinik ist, ob es mir gelingt, der Klinik ein Organisationsverschulden nachzuweisen. Wir stellen fest, immer dann, wenn fachlich geeignete Gutachter, und das sind Fachärzte für Hygiene, das sind nicht Orthopäden, das sind nicht Chirurgen und das sind auch nicht Kardiologen. Oder Radiologen. Oder Radiologen. Das gibt diese Gutachten, also wir bekommen Gutachten, da steht ein medizinischer Blödsinn drin, das ist wirklich unvergleichlich. Das müssen Fachärzte für Hygiene machen. Die müssen, lesen Sie Sätze wie MRSA ist ubiquitär oder 25% der Menschen haben MRSA im Nasenvorhof. Das ist medizinisch. Haben wir jetzt die Schriftsatzproblematik Anwalt-Mediziner ausgetauscht? Gestatten Sie eine Frage an Herrn Montgomery. Ja. Gehört sowas zum Restrisiko einer Operation? Sollte ich das wissen? Auch eine Kniearthroskopie? Das klingt ja so wie mal eben mit dem Auto in die Werkstatt, gucken wir mal nach der Kupplung. Schmier ein bisschen ab und dann ist gut. Das ist genau, aber Sie haben eigentlich genau den Punkt, das ist das Problem in der Wahrnehmung der Menschen. Die glauben heute, dass Medizin in allem perfekt alles kann. Nein, ein keimfreies Krankenhaus gibt es nicht. Und es gibt auch keine keimfreie Operation. Und der eine Satz, alles, was Herr Kirchhoff gesagt hat, kann ich sonst unterschreiben. Aber der eine Satz ist eben völlig falsch. Nämlich, dass es die Infektionsrate null geben muss bei Arthroskopien. Die gibt es nicht. Und jetzt ist es in der Tat so, kann man, und da gibt es immer zwei Ansätze, kann man individuell, und Sie haben völlig recht, über den Genprint eines Keims nachweisen, wo der herkam. Selbst wenn er übrigens von ihm mitgebracht worden ist, natürlich nicht im Knie, sondern auf der Haut, gehört er mit Sicherheit nicht ins Knie. Und er ist ja wohl unzweideutig durch die Operation ins Knie gekommen. Nur, wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir können über den Genprint nachweisen, wo er herkommt, oder wir können über das Profil der Klinik feststellen, dass sie ein Hygieneproblem hat, weil sie gehäufte Infektionen hat. Das sind beides wichtige Dinge, auch für den Juristen, um ein individuelles Verhalten, ein Fehlverhalten in diesem Fall nachzuweisen. Dann schauen wir aber doch mal Aber also ganz es wird also keine keimfreie Operation und kein keimfreies Krankenhaus geben. Das ist eine Utopie. Ja, das ist Moment mal, zwischen keimfrei, das es nicht gibt, und Keimbelastung gibt es ja Grauzonen. Wie die Situation in deutschen Krankenhäusern, in den OP-Sälen ist, das können natürlich am besten die Menschen beurteilen, die dort arbeiten. Und dazu gibt es eine aktuelle Untersuchung, eine aktuelle Umfrage, die ist in der Tat wenig beruhigend. Knapp 40% der Pflegekräfte im OP- und Anästhesiebereich sehen Probleme mit der Sterilität in ihrem OP. Und in der Studie von 2013 sagen fast 50%, die Patientengefährdung hat in den letzten 2 Jahren zugenommen. Eine Folge? 20% der Befragten möchten sich aus fachlicher Sicht nicht im eigenen OP operieren lassen. Herr Philippi, wenn jeder Fünfte, also 20%, sagt, nee, lieber nicht im eigenen OP, ich weiß, wie da sauber gemacht wird und wie sterilisiert wird, wie bezeichnen Sie das? Alarmsignal oder? Naja, das Thema ist schon ein nicht nur aufgrund dieses gerade tragischen Berichts, das ist natürlich eine Katastrophe. Wir haben vor 10, 15 Jahren das Thema MRSA in Deutschland ein wenig verpennt, um es ehrlich zu sagen. Die Holländer haben sehr viel früher, Holland hat sich das ganz, sehr viel früher das Bewusstsein für das Thema entdeckt. Wir hängen jetzt hinterher, man darf aber nicht verkennen, dass die Zahlen insgesamt, sie werden besser in Deutschland. Das ändert nichts an dem einzelnen Fall. Und wir können das Thema, wir können natürlich immer sagen, das geht nicht und das muss sein, aber wir müssen uns ja mit
sag mal, 30.000 Menschen in unseren Kliniken daran arbeiten. Das heißt, wir müssen erstens bei Ärzten das Bewusstsein deutlich verändern. Es wäre uns ein interessantes Thema, mal das Thema Hygiene in das Medizinstudium zu integrieren. Da wird nämlich nach meinem Wissen nicht gemacht mit dem Thema. Ihr Wissen leider sehr, sehr veraltet. Und das überrascht das mich. Mag ja wunderbar sein, dass das schon besser ist. Meine Tochter studiert auch Medizin, jedenfalls in den ersten Monaten hält es sich in Grenzen. Also wir müssen erstens mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich intensiv an dem Thema arbeiten. Das geht nicht anders, denn ansonsten kriegen wir das Thema nicht. Das ist einfach schlicht nicht wahr. Das ist völliger Unsinn. Entschuldigung, jetzt wirklich, da ist mal Schluss. Allein die Behauptung, wir haben hier ein MRSA-Problem verschlafen, sehr geehrter Herr Philippi. Wir haben es glatt übersehen, wir haben es kommen sehen, haben nicht reagiert. Denn das Problem ist, Hygiene kostet Geld. Das ist das Kernproblem. Und Sie können Hygiene und Keimarmut dann herstellen, wenn Sie Mitarbeiter haben, die Zeit haben, das durchzuführen. Es ist doch, Entschuldigung, lachhaft zu sagen, die Ärzte wissen nicht, was Keime sind und die Schwestern auch nicht und die wissen nicht, was Hygiene ist. Und wir müssen es ihnen beibringen. Das ist doch völlig absurd. Tatsache ist, dass Sie, dass Konzerne wie Ihrer die Reinigung von OP-Sälen oder von Behandlungsräumen konsequent outsourcen an Dienstleistungsgesellschaft. Ihrer macht es bestimmt mal wieder nicht als Einziger. Ich weiß, dass die Charité unsere eigene Tochter. Das, oder Ihre eigene das Tochter ist sogar. Unsere. So. Das sind fast immer so. Tochtergesellschaften, aber unsere eigene. Es führt dazu, dass diese outgesourcten armen Damen und Herren Zeitvorgaben bekommen, um Behandlungsräume im Minutentakt zu reinigen. 3 Minuten, 5 Minuten im besten Falle. Wenn Sie mal schauen, wie das morgens um 3 Uhr aussieht in der Notaufnahme, wenn die da durchfegen, im wahrsten Sinne des Wortes, da kann keinerlei Hygiene hergestellt werden. Warum ist das so? Weil die Betriebswirte und die Klinikchefs Renditevorgaben machen und sagen, es darf nicht mehr Geld dafür ausgegeben werden. Herr Brandenburg, kurz Luft holen. Herr Philippi, Sie können sich sammeln und eine Sammelantwort geben. Weil hier von Herrn Brandenburg und jetzt auch noch von mir, weil ich Ihnen einfach mal eine Kostenrechnung aufmache, vorgespielt bekommen, dass Hygiene etwas mit Geld und Geldeinsatz zu tun hat. Ja. Wenn Sie sich nämlich einfach mal ausrechnen, dazu bedarf es keiner guten Mathematiker in der Redaktion, was es bedeutet, wenn die Hygienevorschriften pro Tag umgesetzt werden. Da werden Sie staunen. Die Hände des Personals sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern, so das Robert-Koch-Institut. Deshalb gibt es strenge Vorgaben für die hygienische Händedesinfektion in deutschen Krankenhäusern. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO sind diese bei folgenden Anlässen einzuhalten: Vor Patientenkontakt, nach Patientenkontakt, nach Kontakt mit dem Umfeld des Patienten, vor aseptischen Maßnahmen, nach Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Also im Prinzip ständig. Und jedes Mal dauert es alleine 30 Sekunden, bis das Desinfektionsmittel ordnungsgemäß eingezogen ist. Das heißt eigentlich, bis zu 2 Stunden pro Schicht muss sich jeder Mitarbeiter die Hände desinfizieren. Das Problem der Händedesinfektion ist nicht, dass sie unter der hohen Arbeitsbelastung vergessen wird, sondern dass schlicht die Zeit fehlt, sie korrekt durchzuführen. Herr Philippi, jetzt die Frage. Desinfektion, eine Frage des Geldeinsatzes, des Personaleinsatzes. Kann man bessere Keimfreiheit kaufen? Man kann daran arbeiten, die Keimfreiheit permanent zu verbessern, aber ganz sicher. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, ja, das alleine... Das ist ja nichts mit den Zahlen zu tun, das ist so. Wenn ich Ihnen sage, wie der Desinfektionsmittelverbrauch unserer Kliniken pro Tag ist, das messen wir sehr genau. Und wir versuchen sehr genau hinterherzugehen, wo das Thema weitergeht. Im Vergleich zu der Arbeitskraft, Sie müssten eigentlich mehr Personal einstellen, wenn Sie wirklich alle Minuten bei der Desinfektion draufgehen, 30 Sekunden Einwirkzeit, das wirkt ja heute bei dem Personalschlüssel eigentlich grotesk. Naja, die Personalschlüssel, wir haben in den letzten 10 Jahren 40.000 Ärzte mehr in den Kliniken eingestellt, also die Personalschlüsseldebatte, wir stellen seit 5 Jahren mehr Pflegekräfte ein, und zwar deutlich mehr. Insofern ist die Zeit da, um die Desinfektionsanforderungen zu erfüllen? Ja, die Zeit ist schon da. Nein, ist sie nicht. Nein, die ist sie nicht. Das ist Wunschdenken, Herr Philipp. Bei Ihnen ist wohl wieder alles anders, das ist mir klar. Ich würde da wirklich jetzt mal sagen, das ist es. Aber Sie können ja mal in unseren Kliniken arbeiten. Das ist so die typische Argumentation, Herr Philippi, Herr Montgomery. Wir haben noch gar nichts gesagt. Aber die Ärzte, es ist entschieden, so einfach zu sagen, es liegt daran, dass die Ärzte und die Pflegekräfte
Pflegekräfte sich nicht hinreichend die Hände waschen. Woran das dann? Ist ein Ablenkungsmanöver, diese Argumentation. Wir haben keine 1,2 Millionen Krankenhausinfektionen in Deutschland, wobei 50% davon vermeidbar wären. Das sind 600.000 Infektionsfälle pro Jahr, weil die Leute sich nicht richtig die Hände waschen. Ich kann Ihnen sagen, warum wir die haben. Wir haben sie deshalb, weil die Kliniken die Hygienegesetze in Deutschland nicht hinreichend umsetzen und insbesondere keine Kontrollen, keine effektiven, flächendeckend effektiven Kontrollen stattfinden. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben hervorragende Hygienegesetze mit den Grinko-Empfehlungen, mit dem modifizierten Infektionsschutzgesetz, aber wer kontrolliert denn die Einhaltung dieser Vorschriften? Die Gesundheitsämter müssen zum Teil morgens Frittenbuden, mittags Schlachthöfe und abends Kliniken kontrollieren. Die sind sachlich und personell völlig überfordert. Und Kliniken, die die Hygiene umgehen wollen, die strengen Hygienegesetze umgehen wollen, die haben in Deutschland leichtes Spiel. Und solange die Politik an dieses Thema nicht drangeht und eine Bundesbehörde, eine Taskforce schafft nach niederländischem Vorbild, die wie die Steuerfahndung unangemeldet in die Kliniken kommt, wirklich vor Ort prüft, wie viele Infektionsfälle sind da, sind die Sterilisatoren auf dem neuesten Stand, werden die Hygienegesetze umgesetzt, unangemeldete Kontrollen, Herr Filippi. Ja. Nur dann hätten wir eine Chance. Frau Prüfer-Storz, ist die Politik... Herr Platte, einen Satz beim Kirchhoff sagen. Den einen Halbsatz gönnen Sie mir noch. Ich glaube, dass die Klinikträger, dann lassen wir das so machen und die Klinikträger werden es mitmachen und die Klinikträger, die nicht vernünftig mit dem Thema umgehen, müssen dann auch entsprechend die Konsequenzen ziehen. Dass sie wehren sich mit Händen und Füßen, wenn ich Auskünfte verlange. Na, das mit ist ja wieder was anderes. Füßen wehren Sie sich gegen Auskünfte. Aber was meinen Sie, wenn ich, wenn ich bei den Sana-Kliniken auf die Webseite, ich kann die Qualität der Hygiene in Ihren Häusern kann ich nicht beurteilen. Danke. Aber es wird ja immer viel geredet von Qualitätsberichten. Die Qualitätsberichte Ihrer Häuser habe ich mir mal exemplarisch mal angesehen. Als Patient weiß ich nicht, wie Sie in der Hygiene aufgestellt sind, wenn ich mir die Qualitätsberichte... Als maßgeblicher Hygieneaspekt, als das Leitmotiv wird genannt, die Teilnahme am KISS-System. Bremen-Mitte hat auch an KISS teilgenommen. Das ist die Klinik, wo es zu den Fällen mit den Toten... Lieber Herr Kirchhoff, KISS-Systeme sind ein einziger Teil eines Hygienegerichtes. Anhand Ihrer Qualitätsberichte kann ich nicht erkennen, wie die Qualität sich darstellt. Sie werfen hier mit Fachbegriffen um sich herum. Bei KISS-Systemen denken manche Leute an was ganz anderes. Und die sagen dann, wenn die sich küssen, müssen sie sich nicht wundern. Dass da man hat als Patient keine Chance, man hat als Patient keine Chance zu erfahren, wie es um die Hygiene in der Klinik bestellt ist. Und die Kliniken haben auch gar kein Interesse daran, das transparent zu machen. Herr Montgomery, Sie können zwar sehr laut argumentieren, aber Sie argumentieren nicht unbedingt immer wahrheitsgemäß. Und das stimmt gibt inzwischen strenge Hygienevorschriften in Deutschland und die Einhaltung wird auch kontrolliert. Nein, da ist noch mal nachgebessert worden mit dem Infektionsschutzgesetz. Darf ich einmal ein paar Sätze zu Ende sprechen? Wenn Herr Plasberg und auch durch Landesregelungen. Und in Hamburg ist es zum Beispiel so, dass das kontrolliert wird. Und die Kliniken müssen jeden Vorfall melden und wir veröffentlichen ihn. Und ich finde, das ist auch das Instrument. Es muss Transparenz hergestellt werden über das, was schiefläuft in den Kliniken und was gut läuft. Und alle Kliniken werden gleich bezahlt, aber die Hygienezustände sind durchaus unterschiedlich. Es kann nicht nur am Geld liegen. Es liegt auch am Bewusstsein der Ärzte und Pflegekräfte. Es liegt noch ein Satz. Es liegt natürlich auch an der Personalausstattung. Und wir haben auch eine große Arbeitsverdichtung in der Pflege gehabt in den letzten Jahren. Und da muss auch ganz deutlich was getan werden. Und das hat auch was mit Hygiene zu tun, aber nicht ausschließlich. Man kann nicht alles auf die Geldfrage reduzieren, sondern das hat eben auch was mit Wer zwei Stunden am Tag mit Personalfrage. Herr Brandenburg, das ist doch der Punkt. Kurz mal Luft halten. Schlecht bezahlt dient auch der eigenen Gesundheit. Zwei Stunden Desinfektion pro Schicht ist utopisch, wenn nicht der Personalschlüssel verändert wird. Herr Montgomery. Ja, zwei Stunden sind auch in der Tat utopisch, aber die Frage ist, was kann man machen? Also es lohnt gar nicht, jetzt über Vergangenheit nachzureden, sondern wir haben ein Problem. Es ist nicht so groß, wie Herr Kirchhoff behauptet. Das sind 1,2 Millionen. Ja. Es ist etwa die Hälfte davon. Das ist immer noch viel zu viel. Aber die Frage ist, was kann man davon vermeiden? Man sagt wahrscheinlich wieder die Hälfte von der Hälfte. Also gehen wir mal bei 200.000 Infektionen im Jahr aus, die man vermeiden könnte. Was kann man tun? Was haben wir getan? Es ist ganz primitiv. Es gab vor 10 Jahren nicht an jeder Tür, hinter jedem Türrahmen, an jedem Pappenbett so einen Spender für dieses Sterilium, für dieses Desinfektionsmittel. Das haben wir überhaupt erst mal angefangen. Da hat das Aktionsbündnis Patientensicherheit, bei dem die Bundesärztekammer mitmacht, hat dafür gesorgt, dass überall in Deutschland so etwas ganz Primitives wie ein Hygienespender aufgebaut wird. 600.000 Euro wurden investiert. Ja, und das hat, aber das hat doch geholfen. Man kann doch nicht immer nur meckern. Jetzt lassen Sie gerade mal ausreden. Man muss doch auch mal versuchen, es im Sinne der Patienten und der Mitarbeiter
Mitarbeiter positiv zu reden. Und, und beim Personal. Wir haben inzwischen zum Beispiel im ärztlichen Bereich mehr Personal. Wir haben den, auch die Trendwende beim Pflegepersonal. Es gab lange Zeit einen Abbau, das hing mit der Kürzung der Verweildauern zusammen. Inzwischen wächst die Zahl des Pflegepersonals wieder. Und es ist auch nicht so, dass alle so viel Patientenkontakte so ineinander hintereinander haben, dass sie sich jeden Tag zwei Stunden die Hände. Also wenn ich an meinen Röntgenbildern, Sie als Radiologe nicht, das ist mir klar. Aber Ihre einheitliche Beschwichtigungsfront macht einen Ärger als Kliniker, dann brauche ich doch nicht. Ja. Also wissen Sie, lassen Sie mich doch wenigstens mal in Ruhe und zu Ende beschwichtigen und dann können Sie Ihren Ärger doch Ausdruck geben. Ja, gut, aber dieses immer dazwischenreden ist doch kein Stil. Wir sind doch hier zivilisierte Menschen. Falschbehauptungen sind auch kein Stil. Wir blubbern doch nicht immer nur einfach dazwischen. Falschbehauptungen sind auch kein Stil. Und jetzt wollen wir doch mal ganz in Ruhe und sachlich versuchen, Herr Brandenburg, die Dinge auseinanderzuhalten. Dann kann ich sagen, wir haben ein Hygieneproblem. Niemand an diesem Tisch bestreitet das. Ob die Dimension so ist, wie Sie darstellen, da haben wir noch Unterschiede. Was können wir machen, um es zu verbessern? Und da haben wir eben schon wieder zwei Dinge völlig durcheinander diskutiert. Auf der einen Seite die Händedesinfektion durch die Spender, auf der anderen die Raumdesinfektion. Das ist ein ganz anderes Problem. Das wird ganz anders angegangen. Wir haben bei uns in der Klinik, ich arbeite im Universitätskrankenhaus in Hamburg-Eppendorf, Hygienebeauftragte, wir machen Abklatschproben, wir haben ein eigenes Institut für Krankenhaushygiene. Bei uns gibt es sowas nicht. Und deswegen mag es immer irgendwo eine Klinik geben und auch bei uns auch vielleicht mal ein Fehler oder ein Irrtum. Aber das ist nicht die Regel. Sie haben sich zu diesem Thema das letzte Wort erstritten. Das sollten Sie an Herrn Banacak richten. Was können Sie ihm sagen? Sie können ihm das Knie nicht wieder mobilisieren. Nein, aber was können Sie ihm sagen, Dilemma, dahin sitzt er? Das ist das Dilemma des Arztes, dass man ihr Knie nie wieder wird wahrscheinlich so hinrichten können, wie es mal ursprünglich gewesen ist. Und das ist furchtbar auch für den Arzt. Aber jetzt kann man nur sehen, wie kann man es materiell Ihnen die Folgen, die Sie davon haben, so erträglich und so gut machen, wie es irgend geht. Und dann kommt es auch noch darauf an, es gibt eben auch bei Hygiene schicksalshafte Verläufe. Das ist so. Und es kommt, Ihr Anwalt wird Ihnen das sicherlich gesagt haben, auch auf die Frage, wie sind Sie aufgeklärt worden, was hat man Ihnen da gesagt. Danach richtet sich nachher auch die Höhe der Entschädigung. Aber ohne eine Entschädigung, da bin ich ziemlich sicher, wird das nicht abgehen. Und es kostete keinen Euro, wenn die Ärztin sich ihm früher gestellt hätte? Das ist ein wichtiges Problem. Bei ganz vielen sogenannten Kunstfehlerproblemen haben wir immer wieder das Problem, dass es für den Arzt unbeschreiblich schwer ist, auf den Patienten zuzugehen und zu sagen, ich habe Mist gemacht. Und hier müssen wir in der Tat, hier raten wir unseren Kollegen auch, tut das, weil sehr oft hilft das dem Patienten mehr. Die menschliche Zuwendung und hinterher natürlich die Entschädigung. Und wenn der Verwaltungsdirektor sagt, lass es, sonst haben wir vor Gericht Ärger, weil die Versicherung dann... Also die Versicherungen machen das inzwischen nicht mehr. Die Versicherungen haben diesen sogenannten Vorbehalt, dass man nicht sagen darf, dass man was falsch gemacht hat, haben sie aufgegeben. Das ist alles Schnee von vorgestern. Sie können heute als Arzt zu einem Patienten gehen und können sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt gemeinsam sehen, wie wir das Problem wieder lösen. Danke dafür. Applaus. Unsere Patienten sind dran, in diesem Fall auch ein Zuschauer. Ja, Brigitte Büscher fasst es zusammen. Ich komme gleich zurück und bitte um Aufmerksamkeit für Ihre Zuschauer. Ich möchte einen vorwegstellen, einer, der vielleicht heute so ein bisschen in der Minderheit ist, ist eine Meinung, dass wir schon auch viele Zuschauer haben, die sagen, mir geht es gut, auch im Krankenhaus. Gerade hat uns noch Herr Burisch angerufen am Telefon und sagt, mir platzt bald der Kragen, es ist nicht alles schlecht. Er hatte 5 OPs, er hatte Krebs, er hat mehrere neue Gelenke, er hat ganz gute Erfahrungen gemacht mit seinen Ärzten und dann kommt ein starker Satz, die Ärzte sind auch nur Menschen und nicht alle von denen gucken auf ihr Portemonnaie. Trotzdem Fälle wie jetzt auch der von Sascha Banacak, der verunsichert und der berührt auch unsere Zuschauer und er beschädigt ein bisschen das Vertrauen in das System Gesundheit. Und unsere Zuschauerin Ute Wey hat bei uns bei Facebook gepostet, man hat Angst, ins Krankenhaus zu müssen. Das Vertrauen ist leider verloren gegangen. Aber sicher nicht, weil das Pflegepersonal oder die Ärzte schlecht arbeiten, sondern weil sie kaputt gespart werden, genau wie die Patienten. Und eine Ärztin hat uns ins Gästebuch geschrieben, Dr. Silke Hamann ist 66 Jahre alt und hat uns auch noch verraten, dass sie Landärztin ist in der dritten Generation. Sie schreibt, als Kind glaubte ich noch, dass Menschen im Krankenhaus wieder gesund gemacht werden. Heute weiß ich, warum Krankenhäuser genauso heißen. Und zum wirtschaftlichen Überleben nicht gute Ärzte, sondern eine möglichst hohe Bettenauslastung benötigen. Patient und Profit werden ganz oft in einem Atemzug genannt. Und bei Twitter schreibt unser Zuschauer Lars Kehlich, Krankenhäuser gehören in die öffentliche Hand, denn Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge. Patienten statt Kunden. Darf ich mal kurz, gibt's Applaus? Darf ich mal kurz Herrn Dr. Brandenburg fragen, der ja viel Erfahrung hat, weil er in vielen Kliniken gearbeitet hat. Machen Sie einen Unterschied zwischen einer Klinik, die in öffentlicher Hand ist oder in privater Hand? Ehrlich gesagt, nein, es kommt immer auf die Klinik an. Der Träger ist tatsächlich zweitrangig, nach meiner Erfahrung. Danke.
Auch zum Thema Profit hat sich unser Zuschauer Heinz Hilberich, 47 Jahre alt, seine Gedanken gemacht, schreibt im Gästebuch. Jedes Krankenhaus und jede Arztpraxis muss mit Profit arbeiten. Das ist auch überhaupt nichts Ehrenrühriges. Die Frage ist, ob wir für das Geld auch tatsächlich angemessene, geschweige denn gute medizinische Qualität von unseren Göttern in Weiß bekommen. Und dass diese Qualität manchmal leidet, wenn es um Fallpauschalen und um Kostendruck geht, schreibt unsere Zuschauerin Karin Zickler in einer E-Mail. Wo man als Patient früher nach einer OP ständig nachfragen musste, wann man denn endlich nach Hause könne, steht man heute fast noch narkosebenommen wieder vor der Krankenhaustür. Egal, ob der Patient über 80 Jahre ist, zu Hause jemand zur Pflege bereitsteht. Und auch egal, ob der Hausarzt gerade in Urlaub ist oder keine Termine frei hat. Noch ein Mediziner zum Schluss. Der teilt auch ein bisschen aus, weil er sieht sich auch sehr in der Profitfalle sitzen. Dr. Birger Freier, 57 Jahre alt, schreibt bei uns im Gästebuch. Dank unserer willfährigen Politiker mit fehlendem Sach- und Fachverstand wurde das höchste Allgemeingut, die Gesundheit der Bevölkerung, dem Kapitalmarkt geopfert. Kleine Kaufleute sagen uns Ärzten, wie wir und mit welchem Material wir zu arbeiten haben, im Hinterkopf die Dividende der Konzerne. Kliniken werden wie Hotels geführt. Dankeschön für den Überblick, Brigitte. Ist das eigentlich so eine Art Lotteriespiel für Patienten, herauszufinden, welche Klinik gut ist für eine Operation oder weniger gut ist? Man muss sagen, ja, es ist ein Lotteriespiel, es sei denn, der Patient beschäftigt sich mit der Frage und guckt nach, gehört das Krankenhaus zu den Spezialisten oder gehört es zu den Wir-machen-alles-Kliniken? Nicht jedes Krankenhaus in Deutschland ist in jeder Disziplin gleich gut. Beispiel: das Komplikationsrisiko bei Hüftoperationen. In einem Krankenhaus, das im Jahr weniger als 45 solcher Operationen durchführt, ist das Risiko mehr als 30% höher als in einer Klinik, die solche Operationen mehr als 200 Mal im Jahr macht. Heißt konkret: viele Behandlungsfälle, wenige Komplikationen. Oder übersetzt: Übung macht den Meister. Das Problem ist also bekannt, eine Lösung auch. Viele Krankenhäuser versuchen sich zu kleinen Universitätskliniken zu entwickeln, die alles anbieten. Für eine hochwertige medizinische Versorgung ist jedoch Spezialisierung das Gebot der Stunde. Spezialisierung, etwa in Hamburg noch ein Fremdwort. Von 31 Krankenhäusern im Stadtgebiet bieten 20 Hüftoperationen an. Doch während in der einen Klinik rund 2000 Patienten im Jahr operiert werden, sind es in einem anderen Krankenhaus nur 24 Patienten. Frau Prüfer-Stock, Sie kommen aus Hamburg, sind die zuständige Senatorin. Bei so einem Krankenhaus, das nur 24 Hüftoperationen macht im Jahr, müsste da nicht ein Schild draußen dran stehen: Achtung, eine Hüftoperation in diesem Krankenhaus gefährdet Ihre Gesundheit? Also ich finde, das Krankenhaus sollte das eigentlich lassen, die 24 Operationen. Deshalb sind wir ja auch der Meinung, dass wir unsere Krankenhäuser so neu strukturieren sollten, dass viel mehr Zentren entstehen und dass auch die Qualität, also die Ergebnisqualität der Fälle gemessen wird, veröffentlicht wird und auch eine Rolle spielt, sowohl bei der Krankenhausplanung, also bei der Frage, wer bekommt den Zuschlag für eine bestimmte Abteilung, die Qualität der Versorgung dort eine Rolle spielt. Darf ich mal fragen, das ist Ihr Zuständigkeitsbereich. Warum gibt es da noch eine Klinik, die 24 macht, wenn Sie eine andere haben, die 2000? Sie planen ja als Gesundheitsminister oder Ministerin, planen Sie nicht einzelne Leistungen, sondern Sie planen Abteilungen. Also wo kommt eine Orthopädie hin, eine innere? Und ich kann jetzt der Orthopädie nicht verbieten, Hüftoperationen zu machen. Es wäre aber sinnvoll, das zu konzentrieren. Kennen Sie das Krankenhaus? Ich weiß jetzt nicht, welches das ist. Sollen wir es Ihnen sagen? Was machen Sie denn dann? Rufen Sie da mal an oder... Nein, wir sollten das über die Vergütung so regeln, dass die Krankenhäuser, die die beste Qualität leisten, die sollten auch keinen Abschlag hinnehmen müssen, wenn sie mehr Leistungen machen. Heute ist das ja so, wenn sie mehr machen als vereinbart, dann bekommen sie 25% weniger Geld. Das sollten wir bei guter Qualität nicht tun, sondern gute Qualität sollte voll bezahlt werden. Aber dafür sollten wir Abstriche machen, auch in der Vergütung dort, wo keine gute Qualität geliefert wird. Und dann ist der Anreiz für das Krankenhaus, überhaupt diese Fälle zu machen, ist weg.
Und deshalb finde ich, bei der Frage der Vergütung von Krankenhäusern muss die Frage der Ergebnisqualität eine viel stärkere Rolle spielen. Im Moment ist das eigentlich egal, wie gut sie sind. Sie haben keinen Vorteil davon. Ja. Frag noch mal den Krankenhaushopper, der viel erlebt hat. Wenn kleine Krankenhäuser versuchen, alles zu machen, versuchen die sich dann in ihrer Stadt unentbehrlich zu machen? Oder was ist da für eine Motivation? Und welches Gefühl hat man, wenn man als Arzt in so einem Krankenhaus arbeitet? Das variiert sicherlich von Krankenhaus zu Krankenhaus. Aber es ist ein Allgemeinplatz und auch wieder mal Augenwischerei, wenn man sagt, kleine Stückzahlen sind qualitativ immer schlecht. Das ist mitnichten der Fall. Wenn Sie beispielsweise in einem kleinen Krankenhaus einen sehr erfahrenen Operateur haben, der das Ganze jahrelang gemacht hat, in sehr hohen Schlagzahlen. Warum sollte der in einem kleinen Krankenhaus arbeiten? Das macht er oftmals. Die werden beispielsweise Chefarzt an den kleineren Krankenhäusern und machen dann dort weiter, was sie früher an der Universitätsklinik gemacht haben. Ich sage nicht, dass kleine Stückzahlen gut sind. Ich sage nur, man macht es sich viel zu einfach, wenn man behauptet, dass kleine Stückzahlen per se immer schlecht sind. Und Qualität ist genau das Stichwort dabei. Und Qualität wird, das wage ich mal zu prognostizieren, die neue politische Nebelkerze für die nächste Legislaturperiode. Die wird überall eingefordert, die möchte man immer haben, die soll möglichst hoch sein, da würde auch niemand widersprechen. Das Problem mit der medizinischen Qualität ist gerade, was der Gesundheitsminister gesagt hat auf dem Ärztetag. Momentan existieren nicht die Instrumente, sie zu messen, denn die kosten ganz viel Geld. Man muss eine ganze Menge Daten erheben, man muss Patienten wirklich begleiten, auch nach der Entlassung, und schauen, was ist dabei herausgekommen. Können wir gleich noch drüber reden. Lassen Sie uns noch mal bei diesen kleinen Krankenhäusern bleiben, die ja oft auch im Fokus stehen der Politiker. Wenn Sie jetzt Landrat sind oder Bürgermeister, kann ich mal zeigen, was passiert, wenn man versucht, ein Krankenhaus zu schließen. Hier zum Beispiel in einem Eifelstädtchen, das traut sich selbst kein Bösewicht, Krankenhäuser schließt man nicht. Also wer das vor einer Kommunalwahl macht, kann sich schon ausrechnen, dass er hinterher viel, viel Zeit hat. Sind Patienten da auch ein bisschen schizophren, dass sie sagen, wir wollen Top-Leistungen, und zwar nicht nur in der Uniklinik, sondern in anderen großen Zentren, aber haben es gerne auch nebenan, weil da mein Vater schon war. Also ich glaube, die Patienten, die haben das noch nicht richtig verinnerlicht, dass es nicht unbedingt das Beste und Sicherste ist, wenn man ein Krankenhaus immer in Sichtweite hat. Das strahlt so was Beruhigendes aus. Aber wenn man für Schlaganfallpatienten ist es, glaube ich, nein, ganz auch da ist es noch nicht mal immer das Richtige. Beim Schlaganfallpatienten müssen Sie in das richtige Krankenhaus kommen, in das Krankenhaus mit der sogenannten Stroke Unit, die Sie genau richtig behandeln. Weil die ersten 6 Stunden sind entscheidend. Und wenn Sie die ersten 6 Stunden im falschen Krankenhaus verbringen, dann haben Sie ganz großes Pech für den Rest Ihres Lebens. Und deshalb ist das Krankenhaus in der Nähe nicht unbedingt immer das Beste. Und da sollte man doch, finde ich, auch für eine Behandlung, die man vielleicht einmal im Leben hat, da sollte man auch größere Entfernungen auf sich nehmen, wenn man dafür Darf ich Ihnen da gerade mal emotional was gegensetzen? Wenn Sie sagen, einmal im Leben, ja, das kann ein schicksalhafter Schlaganfall sein, es kann aber auch was sehr Schönes sein, zum Beispiel eine Geburt. Und ich möchte auch ein bisschen Verständnis wecken für Krankenhausbetreiber, auch für Politiker, weil Krankenhausschließungen, die sind hoch emotional. Dabei muss ja gar nicht erst mal ein ganzes Krankenhaus geschlossen werden. Manchmal reicht es nur, eine Abteilung dicht zu machen, und das Städtchen steht auf dem Kopf. Ganz symbolhaft wird das auf der Insel Sylt, wo im Krankenhaus eine Abteilung geschlossen wurde, und zwar die Abteilung, die für die Babys zuständig ist. Es gibt also demnächst keine originären Sylter mehr. Die Insel Sylt und ihre Lebensader, ihre Verbindung zum Festland. Über den Hindenburgdamm kommen Insulaner und Urlauber nur mit dem Zug. Sarah Kieslinger sieht die Eisenbahnlinie mit anderen Augen. Sie wird in wenigen Wochen den Zug zum Festland nehmen, um dort ihr erstes Kind zur Welt zu bringen. Sie will das nicht, sie muss, weil es auf der Insel keine Geburtsstation mehr gibt. Das ist furchtbar. Man hat überhaupt keine Ahnung, wie das werden soll. Ich weiß nicht, wann fahren wir, wann muss ich los? Kommt das Kind früher, kommt das Kind später? Wann bin ich wieder zu Hause? Es ist ganz schlimm. Sylt ist kein Nest. Es gibt eine Infrastruktur für Urlauber und für Einheimische. Die Nordseeklinik in Westerland ist ein Akutkrankenhaus, bis vor kurzem auch mit einer Geburtsstation. Sarah Kieslinger hätte ihr Kind hier gerne zur Welt gebracht. Der private Klinikbetreiber begründet die Schließung der Geburtsstation damit, dass die medizinische Qualität auf der Station durch die Belegärzte nicht mehr gewährleistet sei. Eine nüchterne Argumentation, die eine Sylter Tradition beendet. Ich bin selber hier geboren in der Klinik, möchte halt auch ein Inselkind haben.
Ja, das ist ein Stück Heimatverbundenheit. Man hat direkt diesen Bezug nach Sylt, wenn es im Pass steht, wenn es in der Geburtsurkunde steht. Das ist einfach toll. Warten auf das erste Kind. Das ist für Sarah und ihren Partner Markus Stress. 2 Wochen vor Termin sollen sie die Insel verlassen. Ihre Hebamme Cornelia Becker wird versuchen, bei der Geburt dabei zu sein. Aber was wird, wenn es viel früher losgeht? Welches Baby hält sich schon an Fahrpläne und Stichtage? Sie können also die Schwangerschaft gar nicht mehr genießen, weil sie immer hoffen, oh, wann geht's los? Hoffentlich ist es nicht Nacht, hoffentlich ist die Nacht vorbei, weil nachts komme ich nicht rüber. Also aus diesem schönen, eigentlich ganz normalen, wird eine große Komplikation gemacht. Sylt ist schön und teuer. Für viele Einheimische oft schon zu teuer. Und die medizinische Grundversorgung wird immer mehr beschnitten. Sarah und Markus würden gerne als Familie auf der Insel leben. Doch sie haben darüber nachgedacht, Sarahs Heimat ganz zu verlassen. Wenn ich aufs Festland gehen müsste, ich glaube, ich würde nur am Wein sein. Aber aus Vernunft würde man es dann halt tun. Frau Pulver-Storks, ist das so Inselromantik, wenn eine Mutter sagt, ich möchte hier die Geburtsstation haben? Gefährdet sie damit eigentlich sich selbst? An wem liegt das? Also ich kann das gut verstehen, aber es ist trotzdem nicht vernünftig. Ich finde, es ist nicht entscheidend, ob ein Kind Sylter ist, sondern ob das Kind gesund auf die Welt kommt. Und es hat hier wirklich... Es hat Probleme gegeben in der Klinik. Wo sind Sie geboren, wenn ich fragen darf? Ich bin in Essen geboren. Nichts gegen Essen, ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen. Aber vielleicht hat man eine andere Bindung an Sylt als an Essen. Ja, aber trotzdem ist doch die Gesundheit von Mutter und Kind das Entscheidende. Wir müssen doch auch mal grundsätzlich entscheiden. Wir machen hier andauernd einen Spagat. Wir fordern auf der einen Seite eine hochqualitative, wohnortnah, möglichst schöne Versorgung. Und auch auf Sylt. Wir wissen heute, Geburtskliniken unter 600 bis 800 Geburten sind ein Qualitätsproblem. Und die hat man nicht mehr auf Sylt. Also muss man konzentrieren. Und wir sind andauernd als Politiker, als Ärzte in dem Spagat, wie kriegen wir wohnortnahe Versorgung für die Menschen auf der einen Seite hin und haben hohe Qualität auch noch in der Konzentration auf Spezialleistungen. Wie kriegt man das immer hin? Und wenn man dann mit derartigen Dingen, die man emotional total verstehen kann, konfrontiert wird, muss man den Menschen leider auch manchmal sagen, wir kriegen nicht mehr 600 bis 800 Geburten in Sylt hin und es lohnt einfach nicht mehr, zum Beispiel inzwischen 500.000 bis 1 Million Euro alleine für die Haftpflichtprämie einer solchen Geburtsklinik zu bezahlen, sondern man muss das dann halt in Niebüll auf dem Festland konzentrieren. Auf gut Syltisch, das galt nicht anders. Wir haben viel Forderungen an Politik gehört. Ich sag das mal zu dem Patientenanwalt. Das war ja ein Appell an Patienten, was Montgomery gerade gemacht hat. Was fällt Ihnen als Patientenanwalt ein, was man auch von Patienten erwarten kann, sich einzustellen auf diesen Widerspruch, den Montgomery beschrieben hat, zwischen hoher Erwartungshaltung und Kosten, die niemand mehr zahlen kann? Also da bin ich mal der Meinung von Herrn Montgomery. Also ich denke, es wird sicherlich eine gewisse Konsolidierung in der Kliniklandschaft geben müssen. Ich merke anhand der von uns vertretenen Fälle auch, dass immer dann, wenn Kliniken wirklich auch kleinere Zentren wirklich alles operieren, sich an komplizierte Operationen, von der Schönheitschirurgie, Operationen an Händen, Füßen, komplizierte Eingriffe eben vornehmen, dass dann auch, so ist mein Eindruck, die Komplikationsraten steigen und ansteigen. Und das bietet Gefahren für die Patienten. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, nicht auf einer Klinik, auf einer Insel wie Sylt, eben die Geburtshilfe unter allen Umständen zu erhalten. Die absolute Masse der Geburten läuft gut und problemlos. Aber wenn ein Kind geboren wird und muss direkt in der Neonatologie danach am offenen Herzen operiert werden, was dann wir da nicht hoffen bei der jungen werdenden Mutter, die wir gerade gesehen haben, das wird schon klar gehen. Ich will jetzt nicht umsatteln auf. Das ist keine Kostenfrage, sondern das ist eine Qualitätsfrage. Frage. Wir tun das, um mehr Sicherheit für die Patienten zu bekommen. Das ist keine Frage, dass da Geld gespart wird. Nicht, dass ich Mediator werden möchte, aber am Schluss Herrn Kirchhoff zu erleben, der Herrn Montgomery zustimmt, gibt mir auch etwas Schönes. Schlussrunde bei Hart aber fair. Da ist Fantasie gefragt. Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind ganz privat auf der Suche wegen einer Operation nach einem guten Krankenhaus für diese anstehende Operation. Wen aus dieser Runde würden Sie sich an die Seite holen, um dieses Krankenhaus zu finden? Ich fange mit Ihnen an. Wen aus dieser Runde, Herr Kirchhoff?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber ich denke, ich würde den Herrn neben mir, den Herrn Brandenburg, fragen. Der scheint mir in der Runde derjenige zu sein, der wirklich den Klinikalltag erlebt hat und am zuverlässigsten beurteilen kann, welche Klinik sicher ist und welche nicht sicher ist. Herr Brandenburg, wen wählen Sie auf der Suche nach einem Krankenhaus, wenn Sie Unterstützung brauchen? Ich glaube, Sie umgekehrt haben die Schattenseite sehr gut im Blick und es wäre sicherlich interessant zu sehen, wo es am schlimmsten zugeht. Das ist toll, wenn Sie einen Anwalt gleich mitbringen, da wird Ihnen sicher geholfen, Herr Montgomery. Also ich patze, ich sag, bei allem Respekt, keinem von euch. Ich würde meine Frau fragen, die ist Hausärztin. Schon wieder einen Punkt gemacht zu Hause, nicht ungeschickt. Ja, aber nicht deswegen, sondern das ist die häufigste Quelle der Information, wo das beste Krankenhaus ist, der Hausarzt. Vergessen wir nicht, 85% der Bevölkerung haben einen Arzt, der sie genau kennt, den sie als Hausarzt haben. Den fragt man, wo ist für meine Erkrankung das richtige Krankenhaus? Und das funktioniert ja. Frau Prüfer-Stocks, wen wählen Sie auf der Suche? Also ich weiche jetzt nicht aus. Ich könnte jetzt auch meinen Mann fragen, aber ich frage Herrn Montgomery. Weil ich finde, er hat viele vernünftige Sachen gesagt heute und deshalb würde ich ihn fragen. Ist jetzt mich mal gespannt, der Klinikchef, Herr Philipp. Ich würde Herrn Brandenburg mitnehmen. Vielleicht kann ich ihn ja noch davon überzeugen, dass das Honorararztwesen stattdessen eine Anstellung in einer ordentlichen Klinik eine echte Alternative ist. Vielen Dank für diese Schlussrunde und ich springe fast nach Hamburg zu Karim Joska. Was ist Ihr Tagesthema heute? Ja, wir blicken zunächst auf den überraschenden Abgang des spanischen Königs Juan Carlos und fragen uns vorsichtig, ob das der Anfang vom Ende der spanischen Monarchie sein könnte. Und der eine gibt den Titel ab, die anderen wollen ihn haben. Wir gucken natürlich auch auf den WM-Kader von Joachim Löw. Tja, da gibt es viel zu gucken. Vielen Dank, gleich in den Tagesthemen, Karim Joska. Vielen Dank, Sie waren uns ein wunderbares Publikum. Ich bedanke mich bei allen Männern heute, ganz besonders alle ohne Krawatte erschienen. Sie sind gleich dran und deswegen habe ich mir gedacht, dann sorge ich mal für das Krawattenniveau. Vielen Dank, Frau Prüfer-Stock. Wir sehen uns wieder nach der Sommerpause, wird Ende August werden, wegen Fußball-Weltmeisterschaft ein bisschen länger. Vielen Dank, Faktencheck morgen, www.hartaberfair.de. Vielen Dank, Dankeschön, schönen Abend noch. Kommen Sie mal.